Liebe Bettburgerinnen, liebe Bettburger, heute ist der 7. Mai und ich komme mit einem kleinen Update wie an jedem Abend. Die Grundschulen haben heute ihren Betrieb wieder aufgenommen für die Viertklässler. Ich habe heute mit den Schulleitungen telefoniert, um mal nachzuhören, ob alles funktioniert hat. Bei denen, die ich erreicht habe, gab es einen Daumen hoch. Alles hat sehr gut funktioniert. Das lag an euch, liebe Kinder, weil ihr so diszipliniert wart. Das liegt aber auch an den Lehrerinnen und Lehrern, die den neuen Alltag so super gut vorbereitet haben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die hier zum Gelingen beigetragen haben. Das scheint wirklich eine Geschichte zu sein, die ziemlich einfach und unkompliziert funktioniert. Dann haben wir heute mit unserem Sonderstab getagt und haben mal versucht, die Dinge, die gestern politisch beschlossen worden sind, umzusetzen oder auf Umsetzbarkeit zu überprüfen. Das ist nicht ganz leicht, denn die Rechtsverordnungen, die das Ganze rechtsverbindlich auch für Sie regeln, genauso aber für uns, sind zum allergrößten Teil bisher nicht konkretisiert worden. Das bedeutet, heute haben mich viele Gastronomen angesprochen, angeschrieben, angerufen, dass wir Ihnen heute noch nichts Genaues sagen können, wie letztlich die Hygienemaßnahmen im Detail umzusetzen sind, was wir minimal fordern. Was ich Ihnen aber jetzt schon sagen kann, ist, wir werden versuchen, übers Wochenende mit Ihnen da so uns auf einen Mindeststandard irgendwie zu vereinbaren. Am Montag, kurz bevor die Gastronomien abends eben öffnen, im Laufe des Tages werde ich mit den Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes hier in der Stadt unterwegs sein. Wir gucken uns das vor Ort an und dann bin ich zuversichtlich, dass wir hier auch Lösungen finden, die uns allen irgendwie weiterhelfen. Diskutiert wurde auch über die Sportstätten. Hier ist es ja so, dass ab heute die Sportstätten geöffnet werden können. Sie können einen schnellen gelben Ball spielen auf den Tennisplätzen. Das ist kein Problem, ist ein kontaktloser Sport. Auch Golf darf gespielt werden, kontaktloser Sport. Fußballspiele sind aktuell noch nicht gestattet. Diese sind erst ab dem 30. Mai gestattet. Wir werden aber morgen in Absprache mit den Fußballvereinen, mit den Sportvereinen, auch den Leichtathletikvereinen hier in der Stadt Vereinbarungen darüber treffen, wie die Sportgelände ab kommendem Montag dann zu nutzen sind. Solange bitte ich um Verständnis, dass wir die Plätze noch nicht freigegeben haben für den Betrieb. Für die Fußballer heißt das, Individualtraining ist möglich, aber keine richtigen Fußballspiele mit Zweikampf, mit Körperkontakt. Das ist bis zum 30. Mai untersagt. Wir werden auch, das haben wir eben beschlossen, unsere Sporthallen für den Breitensport nicht vor dem 30. Mai öffnen. Wir wissen, dass das ab dem 11. Mai bereits möglich ist. Wir haben uns aber heute entschieden, nachdem wir die Hygieneanforderungen miteinander diskutiert haben, dass wir erst am 30. Mai unsere Sporthallen erneut öffnen. Das hat mehrere Gründe. Grund 1 ist, dass all unsere zur Verfügung stehenden Reinigungskräfte aktuell in unseren Liegenschaften, in den Schulen vor allem, eingesetzt sind, um dort auch über Tag eben gewisse Desinfektionsmaßnahmen und Reinigungsmaßnahmen vorzunehmen. Wenn wir jetzt auch noch die großen Sporthallen öffnen würden, die ja tagsüber nicht nur von den Schulen genutzt werden, sondern nachher eben auch im Vereinssport genutzt werden. Und wenn wir uns dann an die Hygienevorschriften zu halten haben, dann laufen wir in einen Engpass rein, was die Reinigungskräfte anbelangt. Den können wir im Moment nicht stemmen. Da brauchen wir etwas mehr Vorbereitung als 5 Tage, ganz ehrlich gesagt. Da bitte ich also um Verständnis. Es wird noch einen Augenblick dauern. Auch die privaten Hallenbetreiber, hier ist es zum Beispiel die Schützenbruderschaft Bettburg, die die Notkirche den Vereinen zur Verfügung stellt für individuelles Training. Hier bitte ich noch die Kollegen darum, noch den morgigen Tag abzuwarten. Auch mit Ihnen werden wir eine Vereinbarung darüber treffen, wie dort eben die Vermietung und die Trainingssituation der Vereine wieder gewährleistet werden kann. Wir haben heute auch vereinbart, dass die Schulmensa ab kommenden Montag wieder öffnen wird. Dort wird es einen Fensterverkauf geben. Das ist mit den Schulen, den weiterführenden Schulen bereits abgestimmt. Ab Montag kommen ja die 5- bis 9-Klässler der Realschule und der Hauptschule zurück.
tageweise, damit die sich eben auch versorgen können, haben wir uns jetzt für dieses Modell entschieden. Also auch das Thema ist geregelt. Ein weiteres Thema, das wir heute besprochen haben, ist die Öffnung unseres Freibades. Es kann gut sein, dass wir alle den Sommer über nicht ins Ausland fahren dürfen. Dann ist es ja gut, dass wir noch ein Freibad haben. Wir haben das ja in den letzten Jahren auch aufwendig saniert. Jetzt gilt es, die Öffnungsmöglichkeiten zu prüfen. Wir haben das heute getan. Wir haben ein umfangreiches Konzept erarbeitet, wie eine solche Öffnung funktionieren kann. Ich glaube, Stand heute nicht, dass es bereits ab dem 20. Mai, sagen wir mal, wir hätten 30 Grad und so weiter, wird der 20. Mai eher nicht zu halten sein, sondern wir werden noch ein paar Tage länger brauchen, denn wir brauchen mindestens 14 Tage Vorlauf, um das Bad eben nutzbar zu machen. Und ich bitte da um Verständnis, wird also noch einen Moment dauern. Wir haben das so geregelt, dass bei der zur Verfügung stehenden Fläche maximal 400 Besucher gleichzeitig im Freibad sein dürfen. Es kommt dann natürlich auch immer darauf an, wir müssen das Badegeschehen beobachten, dass wir alle verantwortlich, eigenverantwortlich dann mit den Situationen umgehen. Und das ist sozusagen überhaupt mal die Message des Tages. Wer sich die Regelungen von gestern mal in Gänze ansieht, wer sich die Lockerungen ansieht, der ahnt, dass zum Beispiel auch in der Gastronomie, dass alles nur funktionieren kann, wenn wir alle eigenverantwortlich handeln. Das heißt, wenn wir uns an die Maskenpflicht halten, wenn wir uns an Abstände halten, wenn wir darauf achten, wie wir zusammengesetzt sind in beispielsweise der Gastronomie, aber auch zum Beispiel in so einem Freibad, dass wir da eben vernünftig sind. Ich glaube, wir haben die letzten 8 Wochen viele Hinweise bekommen und viele Regelungen bekommen, wie so ein Miteinander da möglich sein kann. Aber wir müssen es halt auch umsetzen. Meine Befürchtung ist, ansonsten droht uns schon in wenigen Wochen einfach eine Rückkehr zu diesem Lockdown-Szenario. Ich glaube, das wollen wir alle vermeiden. Und deswegen bitte ich Sie einfach ab jetzt jeden Tag um Ihre Mithilfe, dass wir die Maßnahmen eben auch mit Ihrer Vernunft gepaart, mit unserer Vernunft durchgesetzt bekommen. Das soll es für heute gewesen sein. Der Gruß des Tages geht, das haben wir, glaube ich, so noch gar nicht gemacht, mal an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier an meiner Verwaltung. Die Verwaltung ist seit Montag wieder geöffnet, natürlich nach Terminabsprache geöffnet. Und wir sind wieder voll leistungsfähig, haben immer noch viele Unwägbarkeiten, auch bei uns, Arbeitsschutz und so weiter. Aber wir geben unser Bestes. Deswegen danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die den Betrieb hier aufrecht erhalten. Bitte passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre Nachbarn, bleiben Sie gesund und wir hören uns morgen wieder.